Hey Leute, ich fühle mich gerade wie ein kleines Kind an Weihnachten, das seine Geschenke gleich öffnet. Und das hier ist wirklich wie ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe das Bleach Jet Artbook bestellt. Ich habe gerade eben dieses Paket aus Japan bekommen und ich möchte diesen Moment mit euch teilen. Das hier wird ein wunderschönes Video. Es wird lang sein. Wir machen uns eine schöne Zeit. Damn! Der liebe Gott meint's gut mit mir. Ich habe mir endlich dieses verdammte Artbook gekauft. Es hat 200 Euro gekostet. Ich kann nicht verstehen, wie ein Buch so teuer sein kann. Selbst wenn man es aus Japan importieren lässt, ist das immer noch ein verdammt hoher Preis. Oh Gott, ey, ich freue mich schon. Am Ende des Videos werde ich euch sagen, welches Artbook ich mir noch gegönnt habe. Das zweiteuerste. Lasst uns jetzt diesen Moment genießen, Leute. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur diese Seiten aufgeschnitten. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Oh shit. Verzeiht mir, wenn die Kamera wackeln sollte, Leute. Ich bin nervös. Hey Leute, ihr wisst, Kubo ist für mich einer der größten Künstler überhaupt. Vielleicht der beste aus der neuen Generation. Ups. Jesus Christ. Damn. Alter Schwede, es ist sogar verschweißt. Ich dachte, ich habe es gebraucht gekauft, Leute. Ja, auch gebrauchte Bücher kosten so viel. Heilige Maria. Vorsichtig. So, meine Freunde. Falsch herum. Hier sehen wir es. Bleach Jet, Leute. Euch mal diese Verpackung an, Leute. Das sieht hochwertig aus. Aber ob das 200 Euro wert ist, meine Güte. Ich sag euch noch eins, es ist eines der günstigeren. Es gibt welche, die kosten noch 400 von diesem Exemplar. Ich weiß nicht, warum ich das so günstig erwischt habe. Damn. Also, was hält ihr davon? Welches sollen wir uns zuerst angucken? Dieses hier, oder? Alter Schwede. Wartet mal, ich lege das kurz zur Seite. Heilige Maria. Heilige Maria. Damn. Ich bin sicher, wir werden ein paar Bilder sehen, die wir schon von dem anderen Bleach Artbook kennen. Wartet mal, ich guck mal, ob ich das irgendwie hierher transportieren kann. Ich bin immer ans Mikrofon gebunden. Einen Augenblick. Wartet, wo haben wir es denn? Ah, hier haben wir es. Das Artbook kennen wir. Das kriegen wir auch in Deutschland ganz einfach. Ich habe das Gefühl, seit ich diese Reviews mache, sind diese Artbooks teurer geworden. Damals hat das 20 Euro gekostet und war überall verfügbar. Jetzt finde ich das nur noch auf eBay und mit einem etwas höheren Preis. Ich glaube, 40 Euro kosten die jetzt. Meine Güte. Ach Leute, guckt euch mal dieses Cover an. Jesus walks with me. Ich habe immer gesagt, Kubo weiß es, seine Figuren vernünftig einzukleiden. Man merkt, der Typ setzt sich damit auseinander mit Mode. Ich fand immer dieses Kopfhörerdesign voll gut. Ihr könnt euch das vorstellen, das ist erst das erste Buch. Papierqualität ist auch gut.
Und wir sehen auch diese Schraffierung, das typische Markenzeichen von Kubo. Hier in diesem Artbook ist auch eines meiner Lieblingsbilder von ihm. Wäre ja auch doof, wenn es nicht hier drin wäre. Es besticht durch seine Perspektive. Ah, dieses Bild kennen und lieben wir, ne? Ich habe gesehen, dass einige Instagram-Fans von mir dieses Bild abgezeichnet haben. Das ist eines der wenigen, ich glaube auch das einzige Bild, wo er keine Schraffierung benutzt hat. Wir sehen, hier und hier benutzt er das sehr, sehr gerne. Und hier hat er es komplett weggelassen, auch bei der Kleidung. Wisst ihr, was ich schade bei ihm finde? Er hat sein erstes Werk Zombie Powder nicht richtig zum Ende gebracht. Es hat nur vier Manga-Bände und ich habe da sehr, sehr genossen, diese Dinger zu lesen. Wow, guckt euch mal dieses intensive Rot an und diese Orangetöne mit den schönen Übergängen. Geil. Zombie Powder ist einer meiner Lieblingsmangas. Man merkt, Kubo hat da sein Herz reingesteckt. Aber schade, dass er das nicht richtig zum Abschluss gebracht hat. Das ist so abrupt zu Ende gegangen. Und man merkte, da war noch richtig viel Backstory, die noch nicht aufgearbeitet wurde. Und dieses abrupte Ende wurde, glaube ich, von der Redaktion hervorgerufen. Und das hat ihn, soviel ich weiß, in eine Depression gestürzt. Es ist schon hart als Künstler, wenn das Werk, wo man sein Herz und seine Seele reinsteckt, auf Ablehnung stößt. Ah, ist nicht gut. Ist nicht einfach, damit umzugehen. Aber ich bin der Meinung, ich habe mich schon daran gewöhnt. Weil es gibt immer Leute, die einen scheiße finden. Auch auf TikTok. So viele Leute machen sich über mich lustig. Dabei dachte ich immer, ich bin ein netter Mensch und füge anderen kein Leid zu. Ich denke immer, wenn man selbst nett ist, dann gibt es auch keinen Grund, warum andere nicht nett zu einem sein sollten. Aber man täuscht sich. Wow. Ey, seine Figuren sehen auch verdammt cool aus. Den Charakter fand ich auch immer geil. So einen Mantel habe ich auch. Einen Kapitänsmantel nennt man das, glaube ich. All people are vampires. Oh, ein Rechtschreibfehler. Es heißt all people. Peoples hat ist eine erfundene Pluralform. Aber was soll's? Bei so einer künstlerischen Leistung können wir doch einen Grammatikfehler verzeihen. Da kommt der Lehrer in mir raus. Diese Figur mag ich auch. Wir sehen auch hier, er hat kein Problem damit, größere Flächen mit Copic-Marker vernünftig zu kolorieren.
Fresh. Lasst euch nicht irritieren von der Form dieses Teils. In Japan ist das ein religiöses Symbol. Ich glaube, in vielen Teilen von Asien. Wow. Schöner Kontrast. Rot, Grün, Komplementärfarben. Das passt, das sieht nice aus. Damn, die Figur ist echt cool. Ich muss gestehen, oh Aizen. Auch hier wunderschön koloriert, die großen Flächen auch. Bei ihm sieht das fast so aus wie Wasserfarbe. Grüne Augen bin ich immer ein Fan von. Wenn ich ein Anime machen würde, Leute, oder ein Manga, würde mein Held grüne Augen haben, ganz sicher. Diese Figur sieht echt cool aus. Ich mag dieses Rot und Grün. Wow. Guckt euch diesen intensiven Gesichtsausdruck an. Und graublaue Schatten im Haar. Nice. Guckt euch an, wie dieses Schwert mit der Kette zusammen die Dynamik dieses Bildes bestimmt. Sehr dominierendes Element. Und ergänzt durch wunderschöne Wolken. Geil. Geil, geil. Auch hier, es ist mega schwer, so große Flächen mit Copic-Marke anzumalen, Leute. Und dennoch hat er das richtig lebhaft und gut hinbekommen, muss ich sagen. Geil. Oh. Damn. Bei Kubo mag ich das auch, dass er manchmal solche Schatten umrandet mit Fineliner, beziehungsweise mit dem Füller. Mit dem Füllfederhalter, sorry. Er umrandet die dunkleren Schatten. Irgendwie gefällt mir das. Ein interessantes Stilelement. Takeshi Obata macht das auch gerne. Wow, auch hier wunderschöne Kontraste. Dieses Blutrot, dieses Granatapfelrot liebe ich. Und auch hier. Leute, es ist mega schwer, solche Flächen mit Copic-Marker zu füllen und es sauber aussehen zu lassen. Alle Shonen-Manga-Zeichner aus dieser Zeit haben ihre Figuren in verschiedene Stile eingekleidet. Wenn ich euch zeige, wie andere Künstler das gemacht haben. Ach, ich sag lieber nichts. Oder kann ich widerstehen? Ich weiß es nicht. Wo ist mein Lieblingsbild aus diesem Artbook? Der Charakter ist auch geil. Weißes Haar bin ich immer ein Fan von gewesen. Deshalb mag ich auch Son Goku im Ultra Instinct. Das war eine gute Idee, die Haare weiß zu machen, obwohl es ist schon hart übertrieben, so viele verschiedene Stufen für Son Goku zu erfinden. Geil. Das Bild mag ich auch gerne. Really nice. Der Schatten von der Nase wurde mit einem perfekten Übergang gemacht. Geil. Genug angeguckt, oder?
Damn, I like it. Ah, das hier ist mein Lieblingsbild, Leute. Guckt euch mal diese wunderschöne Perspektive an. Guckt euch mal an, wie schön lang Ichigos Körper ist. Und diese perspektivischen Verkürzungen hat der Künstler richtig gut hinbekommen. Gerade auf zu einem Basketballmatch. Geil, richtig gut gemacht. Der Typ ist sehr talentiert. Sehen die Helden nicht einfach aus wie coole Typen, meine Freunde? Als ob man gerne mit denen abhängen würde. Ich denke schon. Auch dieses Muster finde ich cool. Den Charakter fand ich auch immer cool. Eine meiner Lieblingsfarben. Mintgrün. Bei ihm sehen seine Figuren immer so federleicht aus. Schöner Schwung vom Kleid, vom Wind weggepustet und auch die Haare gut gemacht. Geil. Outlines in Rot gezogen. Interessante Idee. Muss ich auch mal machen. Schönes Muster eingearbeitet hier. Der Typ beherrscht seine Technik, Leute. Können wir nicht anders sagen. Er weiß, wie der Hase läuft. Damn, das Video wird lang, meine Freunde. Wir haben schon 17 Minuten und wir sind noch beim ersten Buch. Also, wer hier durchsteht, der hat einen Eintrag in mein Buch der coolen Leute. Obwohl, oh geil, das Leder ist auch richtig schön hier gemacht. Schaut es euch nur an, wenn euch das interessiert, Leute. Wenn ihr keinen Bock habt, wenn ihr keinen Bock habt, verstehe ich das natürlich auch. Geil, auch wunderschön. Kubo ist ein Fan davon, wenn man den Winkel des Bildes ein bisschen verschiebt. Macht er ganz oft. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Wow, guck mal, wie zärtlich er die Farbe aufgetragen hat. Auch hier. Ein zweiköpfiger Rabe, habe ich auch noch nicht gesehen. Wartet mal, ich setze mich mal kurz hin, Leute. Das sieht echt nice aus. Der Typ ist schon die Coolness in Person. Und auch wie hier diese Felsen schattiert worden sind. Man merkt, er ist sicher in dem, was er macht. Er ist wirklich sehr, sehr sicher. Damn. Lila ist auch eine meiner Lieblingsfarben, Leute. Und er hat diesen weißen Glanz perfekt eingearbeitet, sodass das Ganze auch eine schöne dreidimensionale Struktur hat. Wow, tolles Bild. Richtig gut komponiert. Man merkt auch, Kubo nimmt sich Zeit, das Ganze zu strukturieren und die Figurenkonstellationen zu überdenken. Schaut mal her. Wir haben hier den Vordergrund, den Mittelpunkt und wir merken, die Felsen gehen immer weiter zurück und wir sehen trotzdem noch Helden drauf. Das Ganze sieht so lebhaft aus, meine Freunde, weil es auf mehreren Ebenen komponiert worden ist und nicht einfach flach drauf geklatscht. Versteht ihr? Bildkomposition top. Design der Figuren top. Koloration top. Linienführung top. Gesichtsausdrücke top. Was wollen wir mehr? Sagt mir, was wir mehr wollen von einem Künstler. Geil. Und
all diese Faktoren top und er bringt Variationen rein, indem er auch mal andersartig koloriert. Das hat er mit Buntstiften gemacht. Das sieht doch fresh aus. Und er geht auch die extra Meile und zeigt uns hier ein paar seiner Designvorlieben. Geiler Typ. Geiler Typ. Ich glaube, das wird mein längstes Video. Nur das Toriyama-Video war, glaube ich, noch länger. Ich sage euch eins, Kubo wird. Damn. Wow. Guckt euch mal diese kraftvollen Linien an, Leute. Er hat es bewusst unordentlich gemacht. Es ist immer ein Unterschied, ob ein Künstler das bewusst oder aus Versehen macht. Versteht ihr? Stil sollte eigentlich etwas sein, was bewusst erzeugt wird. Wow. Das sieht nice aus. Und ich liebe diese Pinselstriche, Leute. Wisst ihr, woran man ein gutes Buch erkennt? Daran, dass man beim Lesen schon den Wunsch hat, es noch einmal zu lesen. Weil man beim ersten Mal lesen niemals die komplette Schönheit erfassen kann. Und bei minderwertigen Büchern liest man das einmal und denkt sich, okay, ganz nett. Es erschließt sich einem sofort, wenn das nur eindimensional gestrickt ist. Ich könnte niemals so eine Manga-Serie machen, die 70 Bände lang geht, Leute. One Piece hat jetzt bald 100. Naruto hatte, glaube ich, auch 70. Dragon Ball hatte 40 und das war schon zu viel für Toriyama. Weil, wow. Scheiße, das sieht geil aus. Schraffierung, top. Warum könnte ich niemals so einen langen Manga machen, Leute? Weil meine Interessen sich immer wieder ändern. Ich kann nicht bei einer Sache bleiben. Ich probiere immer verschiedene Dinge aus. Ihr seht das auch bei meinen Instagram-Bildern. Ich mache nie immer den gleichen Stil. Die meisten Leute finden einen Stil und bleiben dem bis zum bitteren Ende treu. Und man langweilt sich schon irgendwann. Aber ich versuche immer verschiedene Sachen zu machen. Und deshalb könnte ich niemals so einen langen Manga machen, Leute. Weil ich mittendrin denken würde, okay, ich will jetzt mal was komplett anderes machen. Von der Story her, von der Zeichnung her. Deshalb ist es schon schwer, ein Manga-Zeichner zu sein, Leute. Oh, ich freue mich schon auf das andere Artbook, was noch kommen soll. Ich liebe diese Farbe, Leute. Die sieht so geisterhaft grünmäßig aus. Damn. Don't sleep till you sleep. Hey Leute, geil. Schöne Schattierung. Und hier hat er auch mit Absicht etwas gröber gearbeitet. Es sieht manchmal wirklich aus, als ob er mit Wasserfarbe arbeitet. Auch hier wunderschöne Bildkomposition. Kräftige Farben, blasse Farben. Kräftige Farben im Vordergrund, blasse Farben im Hintergrund, damit die Aufmerksamkeit des Lesers hier vorne ist. So lenkt man die Aufmerksamkeit des Lesers. Toriyama macht das auch ganz gerne auf diese Art. Hey Leute, diese Pinselstriche, die bringen meine Säfte zum Kochen. Ich bin kein Fan davon, wenn man die ganze Zeit Titten zeichnet und so weiter. Ich zeichne auch gerne Brüste, aber ich mache das ein bisschen mit mehr Klasse, nicht so direkt in die Kamera. Ich zeichne gerne Frauen, falls euch das aufgefallen ist. Aber dieser Anime-Style von Frauen, der sieht immer so billig aus manchmal. Das mag ich nicht. Das sehe ich bei Bleach ganz oft. Na, scheiß drauf, ich finde das jetzt nicht. Ihr wisst, was ich meine.
Kubo und seine Pinselstriche. Top. Hier sehen wir auch, er hat Pinselstriche genommen, um den Hintergrund ein bisschen Struktur zu verleihen. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber immerhin riskiert er was. Hier auch, geil. Diese Technik benutzt Arak ja auch gerne. Mit Acrylpinseln. Ich glaube, das ist Acryl. Zieht er ein paar Linien. Wartet mal, ich zeige euch mal, wie Araki das gemacht hat. Mein Jojo-Artbook ist gerade hier vor mir. Wartet mal, ich glaube, er hat das in Part 6 gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ah, hier seht ihr das. Auch hier macht er das gerne. Ich finde es hier aber besser, muss ich sagen. Chigo in Venedig. Ah, das Bild habe ich für einen Fan gezeichnet, der, ihr wisst schon, der eines dieser Bleach-Manga gewonnen hat. Habe ich dieses Bild reingezeichnet. This is it. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil, meine Freunde. Et voilà. Schauen wir uns an, was hier geboten wird. Ah, ich liebe japanische Schrift. Bleach Jet. Guter Name für ein Artbook, finde ich. Wie würde ich mein Artbook nennen, wenn ich eins rausbringen würde? Ich weiß es nicht. Vielleicht Belladonna, so wie mein Roman. Oder ja, ich mache gerade ein Video. Du bist wieder drauf. Hey Leute, das meine ich. Man kann auch den weiblichen Körper anders inszenieren als so. Das mag ich nicht. Das sieht billig aus. Obwohl die Perspektive auch cool ist, bin ich kein Fan davon. Der weibliche Körper ist eines der schönsten Sujets überhaupt und das kann man viel besser machen. Sowas macht man für pubertierende Leute, die gerade damit in Kontakt kommen. Das finde ich nicht cool. Das hätte man auch eleganter lösen können. Wow, der Hintergrund ohne Konturen gezogen, nur mit Farbe, auch interessant. Damn, der Typ kauft sich was. I like that. Ich muss mal Burn the Witch lesen, Leute. Habe ich noch nicht. Das Cover von Band 1. Cover vom Band 2. Hier sind allgemein die Covers jetzt illustriert. Eines meiner Lieblingscovers vom Bleach. Die Geschichte habe ich euch ja schon mal erzählt. Dieses Bild hat er zuerst gemalt, aber sein Lektor hat ihm gesagt: Kubo, das kaufen sich kleine Kinder. So viel Blut wollen die nicht nach der Schule sehen. Und dann hat er es nochmal koloriert. Geiles Cover. Das erinnert mich an Zombie Powder, Leute. Oh, ich gucke, ob ich das Buch noch erwische. Habt ein bisschen Geduld. Wartet mal, ich lege mir meinen Wasserkasten hier als Lesezeichen. Eine Sekunde, für euch hole ich dieses Buch aus diesem weiten Weg. Wie könnte ich denn dieses Buch nicht holen, um es anschaulich zu erklären? Ups. Erkennt ihr das? Zombie Powder ist ein großartiger Manga, Leute. Wirklich sehr, sehr großartig. Und hier hat er das Ganze nochmal aufgegriffen. Sehr geil. Ich liebe Zombie Powder. Hat mich sehr geprägt damals. Ich fand das wirklich sehr beeindruckend. Und ich sage euch gleich, was noch beeindruckender ist, Leute. Er hat das hier mit 21 Jahren gemalt, Leute. Mit 21 hat er Copic Marker so heftig benutzt und so
krasse Linien schon gehabt. Mit 21. Mit 21, habe ich das schon erwähnt. Manche Leute brauchen ein Leben lang, um so einen Stil zu entwickeln. Ich finde, der Zeichner von Jujutsu Kaisen hat bis heute nicht so schöne Linien. Spricht man das so aus, Jujutsu Kaisen, oder sagt man Jujutsu Kaisen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls großartiger schwarzer, schöner Schatten, richtig dominant, geil. Das hier war einmal eines meiner Lieblingscovers. Dieses Schwert, perspektivisch verkürzt, dieser Schädel, dieses Gesicht, das sieht fresh aus. Aber die Brüste sind ein bisschen zu groß, finde ich. Ich könnte jetzt eine lustige Geschichte erzählen über sowas, aber ich glaube, das ist die falsche Plattform. Geiles Cover. Hey, Kubo hat das auch mit diesen Dingern, ne? Das hier hätten sie größer machen sollen, Leute. Das hätte auf so eine große Seite gemusst. Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Ah, schade. Eine Schande, dass das so klein ist. Ah, das macht mich jetzt traurig. Aizen sieht auch geil aus. Keine Frage. Aber das Bild hätte hierhin gemusst. Geil. Und dieser Pop-Art-mäßigen Schattierung mache ich auch sehr gerne. Weiß nicht, das gefällt mir nicht. Und das gefällt mir auch nicht so gut. Vielleicht hat er da keinen Bock mehr gehabt. Das ist das Cover vom letzten Band, oder? Täusche ich mich? Ich habe Bleach nicht bis zum Schluss geguckt, Leute. Muss ich gestehen. Mich ja mehr für die illustratorischen Erzeugnisse des Künstlers. Ey Leute, so ein langes Video kann man doch keinem zumuten. Wen juckt das überhaupt, ne? Keiner interessiert sich für Bleach. Spaß, wir lieben Bleach. Wir bleiben tapfer, wir stehen bis zum Schluss durch. Ich liebe diese schwarzen Schatten. Auch etwas, was Toriyama ganz oft gemacht hat. Nicht ganz oft, selten. Selten hat er das gemacht. Aber wenn es aufgetaucht ist, war das was Besonderes. Ich glaube, ich habe das ein, zwei Mal nur bei Toriyama gesehen. Ja. Dieser schwarze Schatten, das merkt ihr selbst. Geben dem Ganzen nochmal Drama und noch dramatischer wird es, wenn er das mit weißen Glanz akzentuiert. Heftig. Das sieht fucking geil aus. Das sieht richtig nice aus. Ey, diese Seiten finde ich auch nicht lustig. Vielleicht liegt das daran, dass ich kein Japanisch kann. Ich liebe Lila. Ich liebe Orange. Ich liebe monochrome Sachen. Kubo hätte ich gern mal persönlich kennengelernt. Ich glaube, er ist ein interessanterer Zeitgenosse als Toriyama. Ich glaube, Toriyama ist im echten Leben so
sehr zurückhaltend. Er gibt ja auch nie Interviews. Selten. Ich glaube, Kubo ist da so ein coolerer Typ. Wow. Damn. Das Cover kennen wir vom ersten Artbook. Königsblau. Jesus, das sieht geil aus. Wisst ihr, was ich von Kubo gerne gesehen hätte? Wenn er mal klassische Kunst probiert, traditionelle Kunst, richtiges Gemälde mit Acryl oder Ölfarben und dann noch ein paar kräftige Linien, kräftige Konturen, das hätte ihm gut gestanden. Das hätte ich gerne von ihm gesehen. Der Typ ist ein richtiges Multitalent. Wow, auch entspannt. Und das sieht wieder aus wie mit Wasserfarben teilweise. Der Mann weiß, wie man Dynamiken einsetzt. Ich weiß gar nicht, ob die Bilder chronologisch geordnet sind. Ich finde zum Beispiel, hey, das sieht nice aus. Geile Perspektive. Ich finde zum Beispiel die, wie sagt man doch gleich, die Steigerung seiner künstlerischen Qualität ist nicht so präsent wie zum Beispiel bei Dragon Ball. Bei Toriyama merkt man, er war natürlich von Anfang an ein sehr, sehr guter Zeichner, aber mit der Zeit hat man gemerkt, er wurde immer besser und sein Stil veränderte sich auch. Kubos Stil ist relativ gleich geblieben, auch wenn er hier und da ein paar Sachen variiert. Auch der Stil von One Piece ist mit der Zeit reifer geworden, besser geworden. Obwohl ich finde, Kubo ist ein viel besserer Künstler als Oda, was das Zeichnen angeht. Aber dennoch hat man bei One Piece eine sehr gute Steigerung bemerkt. Ach Leute. Werde ich mich jemals einreihen können in so einer Liga? Was glaubt ihr? Ich werde kein Manga-Zeichner werden, ganz sicher nicht. Will ich auch nicht. Ich möchte ein Künstler sein, der seine inneren Wünsche nach außen trägt und das für andere sichtbar macht. Deswegen schaue ich mir solche Sachen an. Ich versuche von den Besten zu lernen. Und ich nehme mir raus, was ich für sinnvoll erachte, um meine eigenen Wünsche in einen Körper zu bringen, in ein Bild zu tragen. Meiner Favorites. Diese kantigen Linien, davon bin ich ein großer Fan, ein sehr, sehr großer Fan. Er ist einer der wenigen Künstler, den die Illustrationen. Ah, hier, Burn the Witch. Geil. Einer der wenigen Künstler, wo der Manga und die Illustrationen besser als der Anime sind. Er ist wirklich ein sehr, sehr talentierter Künstler.
da nicht so sauber gearbeitet, Leute. Übergemalt. Hier auch. Bisschen unsaubere Linien. Es gefällt mir trotzdem, aber wir sind anderes von ihm gewohnt. Hier haben wir noch Kommentare wahrscheinlich. Ich kann leider kein Japanisch, aber wir haben ja Google-Übersetzer, ne? Ich glaube, das ist ein Interview. Da schaue ich mir nachher genauer an. Das hätten wir, meine Freunde. Alter Schwede. Ich glaube, das ist mein längstes Video. Die Kommentare hier interessieren uns erstmal nicht. Jesus Christ. So. Jetzt kommt die 1-Million-Euro-Frage, Leute. Ist dieses Buch... Ups, sorry fürs Wackeln. Ist dieses Buch 200 Euro wert? Ich finde nicht. Kein Buch ist 200 Euro wert. Außer eins mit originalen Zeichnungen vielleicht. Na okay, das war übertrieben. 200 Euro ist es nicht wert. In Japan kostet das, glaube ich, 100, 150 Euro. Trotzdem ist das hier noch sehr, sehr teuer. 200 Euro, no, das geht nicht. Trotzdem ist er ein guter Zeichner. Ein sehr, sehr guter Zeichner. Damn. Also Leute, ich habe mir noch ein Artbook bestellt. Für 150 Euro, meine Fresse. Dieser Monat wird hart. Für 150 Euro habe ich mir das Jojo Weller Artbook bestellt. Ich freue mich auch auf das Review, was bald kommt. Das wird nice. Das Jojo Weller Artbook ist eines der besten Artbooks, die es gibt. Ich finde besser als das hier. Und ja, ich freue mich drauf. Schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren. Ihr wisst, ich liebe Kubo. Aber 200 Euro für ein Buch? Leute, das ist hart. Seine Zeichnungen sind wirklich großartig. Er ist meiner Meinung nach der größte Zeichner aus der Big Three. Aber wie gesagt, 200 Euro, das war lange Zeit mein Monatslohn, als ich angefangen habe in der Schule. Nein, Spaß. Wir wollen nicht übertreiben. Also Leute, wer bis zum Schluss geguckt hat, ist in meinem Buch der coolen Leute. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, dieses Video wird euch gefallen. See you later, Alligator.